Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich stehe gerade im Cambaco Restaurant. Genau hinter mir ist der Krüger Nationalpark und zudem gibt es in diesem Video ganz viele Eindrücke. Der Host unserer Unterkunft hat uns dieses Restaurant empfohlen, um einen ersten schönen Einblick in den Krüger Nationalpark zu bekommen. Wie wir genau vorgehen, die nächsten Tage den Park zu erkunden, erfahrt ihr gleich, wenn wir unsere Unterkunft bezogen haben. Ja, wen haben wir denn da? Beautiful sight. Noch kleiner Fact, wir schauen hier übrigens geradeaus schon nach Mosambik. Da hinten, ganz weit entfernt, ist nämlich die Grenze. Krüger, hello, servus. Mit unserem silbernen Flitzer angekommen, gibt es erstmal ein paar Eindrücke von der Unterkunft. Krüger, hello, sogar mit unserem Namen wurden wir hier verewigt. Geht es erstmal in einen richtig schönen Gartenbereich mit einer richtig nicen Poolanlage und einem richtig schönen sommerlichen Garten. Na, du kleiner Mann. Hier ein paar Sitzbereiche und drinnen auch richtig urig. Da ist die Küche. Frühstück ist included, was ziemlich nice ist. Wir müssen morgen früh leider wieder um 5 Uhr los, weil unsere nächste Unterkunft im Norden vom Krüger Nationalpark liegt und wir da einiges an Fahrtstrecke wieder zurücklegen müssen. Die Fahrt zu dieser Unterkunft beinhaltet aber schon eine komplette Selbstfahrertour durch den Krüger Nationalpark. Dann ein kleiner Blick noch in unser Zimmer. Klein, aber fein. Schlafbereich. Und dann gehe ich gleich ins Badezimmer mit einer schönen großen Dusche, Waschbecken und Spiegel. Dann komme ich noch zu ein paar Infos über den Krüger Nationalpark. Der Park ist über 20.000 Quadratkilometer groß und das größte Wildschutzgebiet in ganz Südafrika. Dieser Park ist ein von Simbabwe, Mosambik und Südafrika staatlich gefördertes Naturschutzgebiet. Daneben gibt es noch die privat geführten Game Reserves, die sich darin unterscheiden, dass diese privat geführt sind und das Naturschutzgebiet staatlich geführt wird. Gemeinsam bildet das den Greater Kruger National Park. Da die Game Reserves privat geführt werden, sind die natürlich ein bisschen teurer, dafür dürfen aber viel weniger Leute rein. Ein entscheidender Vorteil ist, dass die Jeeps bei den offiziellen Game Drives in den Reserves auch abseits der offiziellen Wege fahren dürfen und somit hat man eine viel höhere Chance, noch einen breiteren Eindruck in die Tierwelt zu bekommen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns für das Manileti Game Reserve entschieden haben, um den Vorteil einfach zu haben. Ist zwar ein bisschen teurer, aber da sind schon zwei Game Drives included. Selber fahren wir mit dem eigenen Auto zu diesem Game Reserve und nehmen da schon viele Eindrücke mit. Und von da aus werden wir dann noch 2 Nächte verschiedene Touren und Safaris machen. Natürlich noch im Auge behalten, der Park an sich kostet auch nochmal Eintritt, auch wenn man schon eine Unterkunft in den Game Reserves gebucht hat. Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt auch die Big Five voll machen können. Löwe, Elefant, Nashorn haben wir schon im Chlan Royal National Park im Swasiland gesehen. Und uns fehlt eben noch der Leopard und der Büffel. 3 Tage Krüger Nationalpark, so viele Eindrücke wie möglich mitnehmen. Let's go! Und noch nicht mal am offiziellen Eingang, da zwinkern uns schon Antilopen zu. Und auf zum Eingang. So, let's get it in. Ja, hallo. Grüß dich. Wie geht's dir? Hallihallo. Da vorne laufen einfach gerade random 3 Leoparden über die Straße. Und weg. Frische Kotspuren. Wer mag das wohl gewesen sein? Ja, was seid ihr denn für hübsche Vögel? Mit blauen Köpfen. Da spielen Hyäne miteinander. Ja, wie süß ist das denn? Ja, hallo? Das ist echt mega beeindruckend. Na, für die kleine Schildi lassen wir uns doch Zeit, oder? Du schaffst es, Schildi. Let's go. Das hier riecht doch nach Elefanten. Bin ich mal gespannt. Giraffen am Start. Die chillen, bisschen am Baum. Und schnabulieren alle was. Wir sind gerade unterwegs auf unserer Selbstfahrertour in Richtung Game Reserve und wir sind jetzt schon brutal beeindruckt, weil wir wirklich viel gesehen haben. Hallo kleiner Monkey, lass dir schmecken. Ah, eine Hyäne, die eine Baby-Antilope jagt. Oh je, da waren wir leider zu spät dran. Haben es zu spät gecheckt. Ein lustiger Vogel, den wir auch noch nie gesehen. Müssen wir eine Brücke überqueren.
Dann driven wir mal über die Bridge. Da sieht man überall Nilpferde. Auch im Krüger Nationalpark. Huiuiui, der ist richtig fett. Weiter geht's. Wo sind die Tiere? Eine größere Schildi. Ja, hallo? Wenn es keine Tiere gibt, dann gibt es immerhin wunderschöne Landschaften. Huiuiui. Eine ganze Elefantencrew. Lange kein Tier gesehen und jetzt völlige Überwältigung. Oh mein Gott, eine Giraffe ganz nah bei uns am Auto. Crazy. Tschüssi. Hier wieder die weiße Kloschüssel am Hinterteil. Es gibt ein paar wenige Punkte im Nationalpark, wo man noch aussteigen darf, aber die sind alle natürlich markiert. Hier beim Nkumbe-Lookout natürlich noch mit ein paar Hinweisen, die man beachten soll. Da hat jetzt so ein kleiner Weg reingeführt. Es sitzen auch noch ein paar andere. Da hat man eine überragende Aussicht. Wahnsinn. Zum Glück haben wir ein Fernglas dabei. Eingepacktes Lunchpaket von unserem Host. Wie süß. Hm? Ein Riesenechse. Die ist echt riesig. So eine riesige Echse habe ich noch nie live gesehen. Wundervolle Aussicht. Hier ist ein Wasserloch in der Mitte. Da ist anscheinend ein Löwe. Hier haben wir das nächste Besichtigungshighlight. Die Sabrina im Linksverkehr. Naja, ich glaube, du fährst weniger Schramm ins Auto als ich. Elephant Poop. Und eine Elefantenherde. Mit Baby. Auch wieder richtig aufregend. Da ist einfach eine Elefantenherde mit über 20 Elefanten. Was macht denn die kleine Baby-Antilope hier? Wo ist denn deine Mama? Da haben wir wieder einen hüpfen gestreiften Dude. Beautiful. Bye bye. Jetzt sind wir mitten im Nationalpark an so einer Raststation angekommen, wo wir auch mal auf Toilette gehen werden und uns einen kleinen Snack gönnen. Schon was gefunden? Ja, ganz witzig, das ist ein Sightseeing-Board. Da kann man selber markieren, wo man eventuell schon welches Tier gesehen hat. Wir sind hier an der Crocodile Bridge gestartet, sind dann hier hochgefahren, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch und sind jetzt hier, wo wir was snacken werden. Und unser Ziel wird hier das Orpen Gate sein. Aber echt ein mega süßer Rastplatz, kann man nichts sagen. Dann wird jetzt mal gesnackt. Und wie war deine Schokoladenwaffel? 5 von 10. Ja, sieht auch ganz interessant aus. Ich glaube, da müssen wir kein Ranking machen. Auch ein wunderschöner Baum mit wunderschönen Früchten. Und wieder on the road. Juhu. Ja, hallo ihr zwei Süßen. Mal wieder ein paar Giraffen gespottet. Und eine große Büffelherde da hinten. Wir haben die Big Five für diese Reise abgeschlossen. Um die Big Five allein im Krüger Nationalpark voll zu machen, fehlen uns hier noch Nashorn und Löwe. Viele Büffel, auch mit ihren Jungtieren. Ja, da sind sogar ein paar Büffel näher dran. Da sind ja unglaublich viele. Richtige Büffelparty. Ganz viele Büffel ganz nah. Aber jetzt machen sie sich vom Acker. Auf Wiedersehen. Mitte November haben wir sogar gar nicht so eine schlechte Zeit für den Krüger Nationalpark erwischt, weil da nämlich die ganzen Jungtiere geboren werden. Der Boy gönnt sich einen kleinen Drink, ein matschatter Büffel. Jetzt reibt er sich ein bisschen an den Bäumen. Macht sich sauber. Und wieder was gespottet. Ganz, ganz weit weg, deswegen erkennt man es auch so schlecht. Eine Löwin flaniert da unter einem Baum und chillt ihr Leben. Elefanten. Ganz viele am Baden und Elefanten am Planschen. Wie schön. Wieder eine riesige Herde. Die ziehen aber alle weiter. Und da spaziert nochmal eine Elefantenherde vorbei, auch mit vielen Jungtieren. Jawohl, ab ins Grüne nass. Mega cool. Die lassen sich's gut gehen bei dem heißen Wetter. Oh, wie cute. Richtig süß. Kommt jetzt mit raus, es reicht. Macht's gut, ihr Chiller. Eine Hippoherde. Im Hintergrund sieht man wieder eine riesige Elefantenherde. Und die nächste Giraffe, die am Straßenrand chillt. Ja, hallo ihr Lieben.
Krügerpark-Premiere für uns, ein Nashorn. Also mehr oder weniger, wenn auch manchmal gute Sicht, manchmal schlechte Sicht, haben wir jetzt im Krügerpark schon alle Big Five abgegrast. Und wieder eine Giraffe steht da wie ein Baum. Hallihallo. Und da geht sie wieder. Ja, da haben wir euch doch mal ganz nah. Schöne Tiere. Und gleich mehrere auf einen Streich. Wie schön. Hier sind wir rein. Dann komplett hoch bis hin zum Orban Camp. Und jetzt sind wir gleich noch in diesem privaten Reserve, wo wir dann unsere Unterkunft suchen. Und da zieht sie noch ganz weit in den Norden. Und jetzt noch die Suche nach unserem Camp. Nachdem wir uns komplett verfahren haben und richtig lost waren, war jetzt nicht das schönste Erlebnis gerade. Haben jetzt hoffentlich die letzten Steps zum Manileti Game Reserve vor uns und können hoffentlich noch die Sunset Pirschfahrt mitmachen. Manileti Game Reserve, wir sind da! Ja, wir sind jetzt endgültig auf dem Weg zum Camp. Es war jetzt wirklich eine Tortur. Einmal, weil wir uns eben so krass wegen Google Maps verfahren haben. Irgendwo mitten im Krüger, keine Ahnung wo. Und wir jetzt eigentlich auf dem richtigen Weg waren und uns nochmal verfahren haben, weil anscheinend irgendwelche Tiere die Schilder runtergerissen haben oder sonst was, sodass wir das nicht lesen konnten. Und deswegen, ja, echt lange nochmal gebraucht haben und wahrscheinlich dann unsere Abendpirschfahrt verpassen. Nach einem Anruf haben die uns jetzt einen Typen geschickt, der uns abgeholt hat. Aber ich denke, wir hätten sie jetzt auch so gefunden. Gleich sind wir da. We got it. Mit einem kleinen Essensempfang. Ein paar leckere Wraps. Sind eigentlich ganz stabil. 7 von 10. Leider haben wir den Game Drive verpasst. Vielleicht kommen die nochmal und holen uns noch zwischenzeitlich ab. Aber das macht ja nichts. Wir haben nämlich noch 3 richtig nice Game Drives vor uns. Und unsere Unterkunft macht einfach wieder einiges wett. Es ist wirklich überragend. Und da nehme ich euch jetzt für einen kleinen Eindruck schon mal mit. Wir haben auch einfach das Cottage bekommen, das am weitesten vom Main Building wegliegt. Und mit einem direkten Blick auf ein Wasserloch. Da hinten ist das kleine Wasserloch. Yes, genau, von unserer Terrasse. Und dazu gibt es wie immer natürlich eine kleine Roomtour. Sabrina hat gleich von unserer Terrasse aus schon Giraffen gespottet. Da ist auch eine Babygiraffe. Ach schön. Da ist unsere Sitzgelegenheit draußen, da können wir es uns tagsüber auch gemütlich machen. Dann schauen wir mal rein. Kleine Chill-Out-Area. Genau, ein paar Abstellmöglichkeiten. Das können wir später noch zumachen für die Moskitos. Ein wunderschöner Schlafbereich. Hier das Bett, dann noch Moskitosprays. Und dann geht es auch schon weiter in den Bathroom. Genau, mit Waschbecken. Da leuchte ich gerade gegen die Sonne, muss mit Moskitonetzen verdeckt. Und eine wirklich große, geräumige Dusche. Alles in allem tipptopp. Toilette darf man natürlich nicht vergessen. Im Bad und Wohnzimmer haben wir jeweils nur ein Licht und die sind batteriebetrieben. Wenn wir Sachen oder so laden müssen, müssen wir das im Main Building machen. Aber das ist für die 2 Nächte gar kein Problem und gehört ja auch irgendwie mit dazu. Dazu muss man auch sagen, dass wir schon vorgewarnt wurden, weil hier halt 0,0 irgendwas abgezäunt ist. Es können Löwen hier reinkommen, es sind manchmal Elefanten tagsüber da. Am Abend kommt anscheinend zurzeit immer die gleiche junge Hyäne vorbei, die sie liebevoll Wolfgang genannt haben. Und da werden wir auf jeden Fall allerhand noch erleben. Dann hier noch ein Blick auf die anderen Cottages, die neben uns sind. Und da das Main Building, wo wir auch immer Mittag essen werden, Abend essen werden und frühstücken werden. Noch ein paar mehr Cottages. Genau, hier wieder der Blick aufs Main Building. Und da draußen kann man mit den anderen Bewohnern dann von hier zusammensitzen am Abend. Hier im Main Building auch noch eine Chill-Out-Area und da haben wir gerade unser Essen serviert bekommen. Ist auch mit Vollpension. Und die Outside-Chill-Out-Area mit Feuerstelle, die ihr gerade schon von außen bekommen habt. Und da hinten, das ist unser Cottage. Also, trotz verpassten Game Drives stehen wir nach wie vor positiv und machen uns eine geile Zeit hier und nehmen euch auf richtig viele coole Eindrücke mit. We got it! Sind sie doch nochmal gekommen. Und haben uns geholt. Nochmal so viel Glück gehabt. Die haben unsere 1,5 Stunden Safari jetzt nochmal abgeholt. Und ein Elefant ganz nah. Na du? Ein bisschen Wasser gesnackt. Oh, na, maybe shady spots under the trees.
in den Muddy Paddles. Das ist mit dem Unterschied außerhalb der Wege gemeint bei den Game Drives. Weit und breit keine Straße oder anderen Leute. Ah, das ist also mit Offroad gemeint. Servus, ein paar Büffel. Oh, jetzt hat er Schiss bekommen. Das nenne ich mal Offroad. Is there something? Ja, Hippos. Ah, Hippos. Oh. Und Elephants. Mit einem ganz kleinen Baby ganz nah. So nah dran. Ja, hallo. Ja, wie schön. Und langsam geht's Richtung Sonnenuntergang. Da haben wir wieder den Toilet Seat. Kleine Walking Tour. Schauen wir mal, was wird. Hippo Communication. Dann geht's mal back. Mit ein paar Drinks und Co. They'll go out at night and then eat grass. Und da haben wir wieder den afrikanischen Sonnenuntergang. Beautiful. Ja, hallo. Mit dem Mond im Hintergrund. Was für eine Szenerie. Leopard gespottet. Wolfgang die Hyäne. Vom Camp hier. Okay. Guten Morgen. Ihr habt es ja gestern gesehen, wir haben doch noch was vom ersten Game Drive mitbekommen, weil die Gruppe so nett war und uns abgeholt hat. Jetzt haben wir 4.30 Uhr am Morgen und es wird Zeit für den nächsten Game Drive. Aber danach wird erstmal ordentlich gechillt. Ich nehme euch einfach wieder auf ein paar kleine Eindrücke mit. Wir haben ja 2 Nächte gebucht, das heißt 4 Game Drives. Einmal gestern Abend, heute früh, heute Abend und nochmal morgen früh. Und dann verlassen wir das Game Reserve wieder. Game Drive Nummer 2, let's go! Und wir starten mit 3 Hyänen. Gestern schon beim Straßenrand erstellt. Afro, let's go! Ein Nashorn mit seinem Jungen. Ja, hallo. Oh, jetzt ganz nah dran. Ganz, ganz nah. Oh, was für ein schöner Vogel. Unser Ranger wieder am Pferden lesen. Auf der Suche nach Löwen. Ganz viele Babys, Antilopen. Ja. Zeig dich, Löwe. Zeig dich. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Ein Löwe auf Achse. Ja, hallo. Oh mein Gott. Genau auf unserem Wagen. Ja, mal gucken. Ja. Der Kollege wieder am Pferden lesen. Oh mein Gott, 4 Löwinnen. Hallo. Das komplette Löwenrudel gespottet. Noch ein junges Männchen. Komplettes Löwenrudel am Start. Wow. Alpha-Männchen. Hallo. Einfach ultra beeindruckend. Hier nochmal ganz nah. Erstmal schön pinkeln gehen, 50 Meter von den Löwen entfernt, mitten im Krügerpark. Läuft. Und ein kleines Kaffeepäuschen an einem Hippo-Skelett. Aha, der Hippo ist schon länger nicht mehr unter uns. Ein Herz. Mega interessant. Noch nie ein Hippo-Skelett gesehen. Kleine Kaffeepause. Nur dann komm, komm. Ich spiele eine Matsch. Ja, schön. 6 Giraffen auf einem Streich. Eine sieht man jetzt nicht so genau. Eine Schädi.
It's very warm. And yellow. Cold blood, very territorial. I'll say maybe. Das war Game Drive Nummer 2 und ich glaube, jetzt habt ihr gesehen, warum sich so Game Drives einfach rentieren, weil du bestimmten Tieren, jetzt den Löwen, so nahe kommst, wie du es eigentlich fast überhaupt nicht in einer eigenen selbstständigen Fahrt schaffen kannst. Preis-leistungstechnisch daher für mich auch völlig in Ordnung, aber dazu komme ich am Ende noch. Jetzt bekommen wir erstmal Frühstück. Genau, habt ihr gesehen, wir haben noch 4 richtig coole Personen mit im Camp. 2 Franzosen und 2 aus der Schweiz. Frühstück. Flanieren auf der Terrasse ist hier wirklich ein Traum. Man hört auf jeden Fall Tag ein, Tag aus ganz viele verschiedene Vogelarten, die man noch nicht kennt. In einer Stunde gibt es Mittagessen, dann steht ja noch die Abend-Sanze-Tour an. Und auch da nehme ich euch wieder auf ein paar Highlights mit. Have fun! Cheers! Cheers. Was für ein beautiful place. Love it. Und auf geht's zum Game Drive. 3 von 4. Wie viel Grad haben wir gerade ungefähr? 40 Grad. 36 Grad. Und es wird noch heißer. Und das Ende November. Let's go again. Let's go. Ja, servus. Wolfgangs Bruder, hart am Chillen. Da ist er, ein Hippo. Außerhalb vom Wasser. Buffalo ist am Start. Ja, servus. Ein paar Antilopen. Da hinten ein Waterbug. Ja, hallo, ihr Kleinen. Und wieder Rhino spotted. Nashörner. Mit dem Baby am Start hier. It's a black rhino. Baby rhino. Und wieder Lions am Start. Hart am Chillen. Ist aber auch noch ultra heiß. Wundert mich jetzt nicht, dass die hier im Gammeln sind. Die gönnen sich's. Yeah, but for... Bye bye. Das Löwenfutter. 100 Meter entfernt. The African Sunset is calling. Ein paar Drinks bei einem Stop unseres vorletzten Game Drives. Kurz Break und jetzt geht's weiter. Hey. Ja, wer weiß auch, was erwartet. Oh, ich will nicht die Beute sein. Jetzt laufen die 5 Löwen vor unserem Jeep rum. Bisschen Revier markiert gerade. Sie laufen immer, immer weiter. Die chillen ihr Leben auf der Suche nach Futter. 5 Uhr früh, Zeit für den letzten Game Drive. Ich nehme euch auch hier nochmal auf kleine Eindrücke mit. Und nochmal was Neues. Baby Gnu. Baby Gnu. Gerade schon ein paar Stunden alt. Guten Morgen. Hallihallo. Ein CCC-Paar. Hallihallo. Wo willst du denn hin? Yes, komplett off-road. Oh yeah. I'll give it this one for us. Ui. Komplett abroad. Und wieder. Keine Leoparden, aber gut. Dafür gibt es wieder eine wunderschöne kleine
Tea Break. Mitten in der Natur. 4 von 4 Game Drives. Prost. Wundervolle Natur. Überragend, das mal live mitzuerleben. Wenn es keine Leoparden gibt, gibt es halt wenigstens ein paar Zebras. Ja, servus. Wunderschöne Tiere. Das ist Zebra Gang. Oh, wie süß. Und schon lange nicht mehr gesehen. Ein Strauß. A female will have a very brown color. Da versteckt sich noch ein kleiner Steinbock. Das war unser letzter Game Drive im Mandetti Game Reserve. Unseren Ranger, der uns 16 Stunden lang in den letzten 2 Tagen rumgefahren hat, den habe ich auch nochmal vor die Kamera geholt. Just my name is Baxin. I am a guide just here at Buffelsoek. Taking guests outside, it is my passion, you know. Showing them around and then educating them about life skills of animals. Yes. It is very important that when they visit here, get to know what is happening on the background. Yeah, what is the lifespan of animal? What's the life behavior? When to expect maybe a danger from the animals? I think it is very important. So when they go to Kruger by themselves and then know what to do. Okay, I think this is a basic good information for the guests. Thank you very much. Thank you very Thank you. Und das waren sie schon, die 2 Nächte mitten im Mandetti Game Reserve. Ich stehe gerade noch vor unserer Unterkunft. Hinter mir chillen noch ein paar Giraffen am Wasserloch. Chillen, trinken ein bisschen was. Hier haben wir sie nochmal. 3 Stück sind's. Und kommen dann auch nochmal zu einem kleinen Fazit und auch was das Preisliche anbelangt. Insgesamt hat sich sowohl die Selbstfahrertour als auch die Game Drives mega rentiert. Ich würde auf jeden Fall beides empfehlen. Beim Selberfahren ist man auf jeden Fall ein Stück weit flexibler und kann sich da die Zeit selber einteilen, wo man im staatlichen Teil des Kruger National Parks hinfahren möchte und wo nicht. Bei den Game Drives kannst du dich auch ein bisschen zurücklehnen und dich ein bisschen nach dem Ranger orientieren, der Fährten liest, Spuren lesen kann und auch sich ein bisschen nach den Wünschen der Fahrgäste orientiert. Wir haben insgesamt 2 Nächte im Buffalo Camp im Mandetti Game Reserve verbracht. Pro Person war es, hört sich jetzt erstmal viel an, 250 Euro. Allerdings darf man bei den 2 Nächten auch nicht vergessen, was alles mit inbegriffen war. Nämlich 16 Stunden organisierte Game Drives mit einem Ranger, also quasi 4 Stunden pro Game Drive. Und aufgrund der Vollpension gab es auch 6 Mahlzeiten inklusive. Getränke durften wir uns auch einfach frei nehmen. Wasser, Softdrinks und sogar Bier und Wein. Was man auch nicht vergessen darf, ist ja, dass man die Spritkosten auch noch spart, da man ja selber nicht unterwegs ist, sondern nur mit den begleiteten Game Drives. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her war es für mich daher wirklich optimal. Nicht zuletzt aufgrund der Unterkunft mitten im Kruger National Park. Und ja, man kann sogar von der Unterkunft aus das ein oder andere Tier erblicken. Jetzt heißt es aber bye-bye, schöne Unterkunft und auf zu einem letzten Frühstück. Im Hintergrund nochmal unsere Unterkunft. Jetzt heißt bye-bye nach dem Frühstück. Und noch ein kleiner Tipp für die Wegstreckensuche zum Buffelshock Camp. Die Tiere machen nämlich manchmal die Wegweiser kaputt oder schmeißen die um. Deswegen muss man manchmal aufpassen, ob die nicht auf dem Boden liegen und wohin sie den Weg weisen. Genau am Ende nochmal einen Elefantenbesuch an unserer Cottage. Jetzt aber Abfahrt. Auf dem Weg nach draußen, jetzt wieder selber im Auto, muss ich einfach nochmal erwähnen, dass wirklich die Selbstfahrertour absolut delicious war auch. Natürlich haben wir jetzt das Game Reserve gehypt, einfach weil es auch ein tolles Erlebnis war. Aber die Selbstfahrertour würde ich auch nur jedem nahelegen. Vor allem sind wir anscheinend richtig gestartet, frühst am Crocodile Gate, ganz im Süden. Da soll es auch von fast allen Tierarten die größten Populationen geben, weshalb sich das einfach ultra gelohnt hat. Bei der Selbstfahrertour haben wir es sogar geschafft, innerhalb eines Tages die kompletten Big Five zu sehen. Wobei man da wieder sagen muss, dass wir die natürlich nicht so nahe gesehen haben, wie es bei den Game Drives der Fall war. Aber nur weil man eine Selbstfahrertour macht, heißt es nicht, dass man nicht anderen Tieren nahe kommt. Giraffen, Elefanten, habt ihr ja alles im Video gesehen, haben wir auch von ganz nah an beobachten können. Ein Kostenfaktor, den ich noch nicht erwähnt habe, der aber wichtig ist zu wissen, für den staatlichen Teil des Kruger Nationalparks muss man schon 25 Euro pro Person zahlen. Und wenn man auch extra nochmal in das Mandetti Game Reserve reinfährt, muss man auch nochmal ca. 12 bis 13 Euro pro Person zahlen. Also das läppert sich leider auch nochmal. Wenn ihr einen kompletten Südafrika-Trip macht, dann würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, die
Wildcard zu kaufen. Mit der Wildcard hast du nämlich die Möglichkeit, in sämtliche staatlich geführte Nationalparks zu kommen. Die zählt nicht für die Private Reserves, aber für alle staatlichen Parks wie den Krüger Nationalpark, Tsitsikama Nationalpark, Betty's Bay etc. Wir haben diese Karte leider nicht gekauft, weil wir online recherchiert haben und gelesen haben, dass man 3 bis 4 Wochen auf diese Wildcard warten muss, wenn man sie bestellt. Haben jetzt aber erfahren, dass es mit einem Zustellungscode doch möglich ist, diese Wildcard sofort zu erhalten. Also informiert euch und holt euch die Wildcard, wenn ihr den kompletten Südafrika-Trip macht. Das war's mit dem Video aus dem Krüger Nationalpark in Südafrika. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt auch noch meine anderen Videos aus. Wir sind ja schon eine Weile in Südafrika unterwegs gewesen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Nächster Stop, Blyde River Canyon.